Was eine Frechheit. Ich werde wirklich wütend damit. Ich als Dienstleister, wenn ich so arbeiten würde, ne? Wir versuchen jetzt einzustellen. Ich guck mal, was wir hier retten können. Und Hallo, liebe Leute, in diesem Video zeige ich euch, warum man jemanden so eine Gitarre, die so einen Wert hat, von einem gebrauchten Kleinwagen, warum man die einem verkauft. Ich bin schockiert, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber mehr dazu gleich. Ja, hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians Hot Place, der mit dem Hut. Und so ein Video jetzt mache ich eigentlich total ungerne, weil ich dadurch recht habe. Und das möchte ich im Endeffekt in diesem Sinne nicht. Und zwar ganz kurze Background Story. Wir haben hier eine Fender. Da müsste so ein bisschen so von der Perspektive, hier muss ich mich hier so draufsetzen, damit wir hier beides draufkriegen. Also. Wir haben hier eine Fender American Professional 2. Ja, die kostet 1,8. Zapp. Hintergrund dessen, mein Schüler Michael, der kommt aus Berlin, spielt die ganze Zeit eine Ibanez, Startinstrument und wollte sich jetzt einfach mal was gönnen und ist dann in einen Music Store gegangen und hat sich dann diese Gitarre gekauft. Schön, American Standard. Richtig geiles Teil. Farbe. Finde ich auch richtig cool. So, und dann auf jeden Fall. Ich habe ihm vorher gesagt, er soll dann bitte die testen. Also, wenn er sich eine kauft. Aber er hat dann halt einfach mich angeschrieben und hat gesagt: Christian, hier, ich habe mir was gegönnt. Und ich sage: Okay, was denn? Ja, und dann hat er mir ein Bild davon geschickt. Ich so: Geil, dann bring mal bitte nächstes Mal mit. So, und jetzt mein Kritikpunkt. Ich werde aber einmal ganz kurz hier den Koffer einmal zur Seite packen. Ich möchte einmal nur kurz den Koffer einmal loben. Der Koffer ist richtig geil. Das ist richtig geil, weil das werden wir gleich benutzen. Das Tool oder die Tools, die Werkzeuge, guckt euch mal an, wie hochwertig das ist. Da kann sich Gibson tatsächlich mal eine Scheibe von abschneiden. Richtig geiles Zeug. Auch hier das Tuch, richtig schön. Aber es geht hier um die Gitarre und das ist richtig mies. Aber ich werde jetzt einmal ganz kurz hier alles wegpacken. So, der Koffer ist weggepackt. Ich habe die Gitarre hier auf dem Schoß. Alleine so, wie sie ausbalanciert ist, Gewicht und so, einfach richtig gut. So, aber jetzt kommen wir zum großen Kritikpunkt. Ich möchte euch gar nicht lang auf die Folter spannen. Und zwar, wie kann man jemandem eine Gitarre verkaufen, die so hinten das Tremolo nach vorne gebogen hat? Ja. Das Tremolo ist einfach nach vorne gezogen. Das heißt, dass die Saiten eine zu hohe Spannung aufweisen. Da muss man einfach hinten die Abdeckung drauf abmachen und dann hinten die Federspannung der Brücke muss man ziehen. So. Darüber hinaus haben wir die Saitenlage, denkt man sich, okay, die ist ja super krass eigentlich. So. Und dann spiele ich. Das ist jetzt so Originalsound hier. Wir reden hier von einer 1800-Euro-Gitarre. Wenn ich mir den Hals anschaue, wenn ich mir den Hals anschaue und hier in die Flucht reingucke, dann sehe ich, dass der Hals nicht konkav ist. Der muss immer so ein ganz kleines bisschen durchhängend sein. Der ist konvex, der ist zu gerade, der ist schon konvex. Das heißt, dass es hier oben eine Wölbung gibt. Ab dem dritten, vierten Bund ist der etwas höher als hier. Dann geht er hoch und geht hier so ein bisschen runter. Alle Saiten, die hier so angespielt werden, die berühren im Endeffekt die Frets, die Bundstäbchen. Und die klingt halt nicht sauber. Jetzt möchte ich jetzt nur mal, und das ist halt das, was ich seit längerem kritisiere. Die Leute gehen ins Geschäft, die Leute vertrauen einem Gitarrenverkäufer. Die Leute sagen sich, hey, da ist eine 1800-Euro-Gitarre, die möchte ich gerne kaufen. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt ein ganz kleines bisschen sarkastisch bin und ironisch.
Aber ich erlebe es immer wieder. Und ich erlebe das halt sehr, sehr oft bei eBay Kleinanzeigen, gebrauchte Gitarren und so weiter. Aber das war ein Guitar Store, ja, das sind professionelle Leute. Und so eine Gitarre verkaufe ich nicht einfach einem. Michael, muss man sagen, Michael hat eine Krankheit, er kann nicht richtig spielen. Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob er die Gitarre angespielt hat oder ob er sich die einfach nur so ausgesucht hat. Wenn ich sehe, dass so jemand reinkommt, man sieht das Michael an, wenn er reinkommt, der zittert im Endeffekt schon, dann kann ich nicht richtig laufen. Dann trage ich dafür Sorge, dass der ein ordentliches Instrument bekommt. So ein Instrument würde bei mir, wenn ich einen Gitarrenladen hätte, würde bei mir gar nicht so rumstehen. Mir wird das, wenn ich rumgehe, sage ich, hey, die Fender muss mal eingestellt werden. So, und wenn ich die verkaufe, ich kenne das so aus einem vernünftigen, ordentlichen Gitarrenladen, dass die Gitarre eben ganz kurz durchgecheckt wird. Eben ganz kurz an der Theke. Das sind 1.800 Euro. Das ist nicht so eine 300, selbst mal eine 300 Euro Gitarre wird das gemacht. Jetzt keine 80 Euro Gitarre, wo man sagt, komm, pack sie einen weg. Mich macht das richtig wütend. Mich macht das richtig wütend. Dass der den einfach das verkauft hat. So, und dann Neuware. 1.800 Euro hat er dafür bezahlt. So, diese Gitarre wurde aber schon gespielt. Michael hat die vielleicht einmal zu Hause kurz angespielt. Da sind Spielspuren drauf. Ich muss mal schauen, ob ihr das erkennt. Ich kann jetzt nichts garantieren, ob ihr die hier an den Tonknobs, da sind Spielspuren drauf. Hier am gesamten Schlagbrett sehen wir Kratzer. Das sind keine Kratzer, die durch zweimal ein bisschen anspielen entstehen. Ich guck mal ganz kurz drauf. Hinten haben wir auch ein paar Spuren auf der Abdeckung. Die Gitarre ist für mich eine Showroom-Gitarre. Die stand da rum und die wurde halt gespielt. Dann bezahlt man dafür aber nicht den vollen Preis. Dann gehe ich da hin und sage, alles klar, die ist eine Showroom-Gitarre, ist im Endeffekt B-Ware. Was könnte man da machen? Da kommt man dann 10-15% Ablass nochmal. Aber auch das geht gar nicht. Geht gar nicht. Ich war geschockt, als mir Michael die hier gegeben hat. Deswegen, so, wir werden jetzt mal versuchen, ich habe ihm gesagt, wir werden versuchen, die einzustellen. Wenn die nicht einzustellen geht, dann wird die dann zurückgeschickt und dann wird das dann quasi eine Mängelgitarre, beziehungsweise dann muss die halt ersetzt werden. Das gleiche hatte ich aber schon mal mit einem Schüler aus einem Gitarrenstore mit dem gleichen Namen hier in Dortmund und der hat auch eine Fender gekriegt, die einfach geschnarrt hat. Da habe ich gesagt, du, die musst du zurückgeben, die schnarrt, die spielt sich nicht gut. Die hat damals 1,4 gekostet, also fast ähnliches Preissegment, auch eine American Standard. Und dann ist er dahin, zurück, und dann haben wir ihm gesagt, ja, aber eine Strat, die muss so ein bisschen, ne? Und wir können die ja mal einstellen. Und dann kam er dann an, hat mir die gezeigt, da habe ich gesagt, die haben wir gar nichts dran gemacht. Als wenn die so zurückkommen würde. Das ist eine Frechheit. Ich werde wirklich wütend damit. Dadurch. Ich als Dienstleister, wenn ich so arbeiten würde, ne? Wir versuchen die jetzt einzustellen. Ich guck mal, was wir hier retten können und dann vielleicht kann ich Michael, der kommt nämlich nachher zum Unterricht. Hab gerade auf die Uhr geguckt. Halbe Stunde habe ich noch, bis die ersten Schüler hier eintrudeln. Und dann versuchen wir mal. So, in Schnelldurchlauf. So, nochmal schnell zur Erklärung. Ich werde erstmal oben den Hals einstellen. Hier. Da hat Fender halt leider ein Spezialwerkzeug für, aber ist okay. Erstmal den Hals gerade machen bzw. konkav stellen. Dann werde ich hinten dann die Brücke aktivieren, also nach hinten ziehen und dann wird das Ganze gestimmt. Dann werde ich das wahrscheinlich ein paar Mal hintereinander machen müssen und das gibt es jetzt hier für euch im Schnelldurchlauf. So, kurzer Zwischenstand. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe hinten die Federn rangezogen. Wir haben jetzt ein Tremolo, was beziehungsweise die Brücke, die nahezu plan ist. Das Griffbrett ist jetzt konkav. Und eigentlich
hört sich schon besser an. Allerdings oben die E-Seite ist immer noch ein... Es ist alles immer noch ein ganz, ganz kleines bisschen... Das heißt, ich müsste eigentlich hinten noch die Brückenschräubchen, diese Madenschrauben, die da drin sind, müsste ich noch ein ganz kleines bisschen anziehen in der Form, dass die Seitenreiter ein bisschen nach oben gehen. Und dann muss man sich ganz langsam über die Seitenlage Gedanken machen. Und noch ein bisschen Intonation, das stelle ich aber jetzt nicht ein. Das könnte ein vernünftiger Guitar Store Mitarbeiter, der dafür bezahlt wird, machen. Ein Gitarrenbauer, die machen sowas auch gerne, nehmen auch ganz gerne Geld dafür, natürlich. So, nochmal kurz nachstimmen. So, jetzt habe ich sie einigermaßen eingestimmt. Sie klingt für mich, ist noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall auf einem richtig, richtig guten Weg. Ein bisschen nachgestimmt werden. Die E-Seite zieht sich noch so ein bisschen. Alleine, was für Soundmöglichkeiten man hier hat. Sehr, sehr cool. Sehr coole Gitarre. Jetzt ist die Seitenlage nur erhöht, weil ich ja natürlich das Griffbrett konkav machen musste und hinten ein bisschen hoch. Man könnte jetzt eventuell nochmal hingehen und das Griffbrett nochmal so ein bisschen gerade ziehen. Ich glaube, dann hat man aber wieder Probleme. Ein Appell an euch und nochmal kurz Erfahrungswerte von mir. Eine Gitarre muss ankommen, sag mal, wenn man sie online kauft oder auch im Geschäft, muss man sagen, das passt direkt. Wenn man sagt, okay, ich muss hier vielleicht umstimmen, ich muss ein bisschen einstellen, dann muss das so wie jetzt, nach 10 Minuten, eine Viertelstunde, muss das hinhauen. Und wenn das nicht hinhaut, dann ist irgendwas im Argen in der Gitarre. Und ich hatte da hinten, ihr seht das jetzt gerade nicht, meine weiße, doch da so die Spitzen, meine weiße von Jackson, das war so mein letztes Beispiel, die habe ich online gekauft, die kam an, ich habe die einen halben Ton runtergestimmt, das war damals meine Bandstimmung. Alles eingestellt, bams, perfekt. Einfach nur... Haut einfach rein. Und mein Bandkollege damals hatte sich eine LTD, eine ESP meine ich, ESP der LTD, hat er sich gekauft und nur Probleme mit, nur er hat eingestellt und am Schnarren, keine Ahnung, habe ich gesagt, weißt du Thomas, schick die einfach zurück. Das ist einfach Kacke und er hat die einfach gar nicht gespielt. Er hat die behalten, natürlich behält er sie, warum auch immer, keine Ahnung. Das ist eine Gitarre, Leute, und das muss perfekt abgestimmt sein. Und gerade wenn die 1.800 Euro kostet, es geht eigentlich gar nicht, dass die Leute eben die verkauft haben. Und zweitens, ich hatte das letztens in einem Kommentar mit jemandem, wo wir gesagt haben, Fender hat für mich in den letzten Jahren einfach Probleme mit Qualität. Und auch diese Gitarre, die ist cool und der Sound ist geil, aber ich würde die so nicht kaufen. Die schnarrt für mich trotzdem immer noch. Das ist irgendwie, das geht nicht locker von der Hand. Das geht nicht locker von der Hand. Die Seitenlage ist jetzt hier leicht erhöht, aber ich muss sie so hoch lassen, ansonsten schnarrt sie direkt. Und auch so wie sie klingt, ist gut, aber hier dieses... würde mir nicht gefallen. Die ist hier unten so hoch, ich muss im Endeffekt die Seitenlage reduzieren, sonst wäre sie für mich unspielbar, aber dann schnarrt sie wieder. Also wäre das für mich ein Grund, die wegzuhauen und sagen, alles klar, ich möchte eine andere haben. Ne? Und alleine, dass das nicht als Showroom-Gitarre verkauft wird, boah. Deswegen, ich baue die hinten jetzt zusammen, die Abdeckung. Ich hoffe, das hat euch geholfen, das Video. Lasst euch nicht verarschen, selbst wenn das professionelle Gitarren
Verkäufer sind, seid immer kritisch. Ich habe mal so ein Video gemacht mit eBay Kleinanzeigen und so, ja. Da manche so und sowieso, da habe ich gesagt, Leute, dann kauft euch doch die ganzen gebrauchten Gitarren bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe auch letztens wieder eine hier gesehen, am Schnarren verzogen, da habe ich gesagt, die hätte ich mir nicht gekauft, aber steck's halt nicht drin. Die Leute haben dann Impulskäufer, die sehen die Gitarre, wollen die unbedingt haben. Wenn sie meinen, ist mir egal. Wenn sie nicht auf meinen Rat hören wollen. Ich bin da ganz, ganz hart geworden über die Jahre. Deswegen auch ihr, nehmt meinen Rat an, nehmt ihn nicht an, geht ins Gitarrengeschäft, seid kritisch, sagt okay, so und so und dann, hey, da hinten ist die Brücke verzogen, könnt ihr mir die bitte einstellen? Und dann, hey, ich will aber hier 10% Nachlass. Ich bin immer dafür, dass die Leute ihr Geld kriegen, gute Arbeit muss gut und lohnt werden, gar keine Frage. Aber sowas geht hier gar nicht. Das ist halt meine Meinung. So, liebe Leute, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht verarschen.